So, Leute, heute geht's los in die Berge. So, gehen wir ins Auto, Kinder. Schön, Punkt 6. Wir sind im Campen, kommen, erstes Bierchen wird getrunken, Eva macht dann Fahrer, wir trinken jetzt erstmal weiter. Natur, haut nach. Dein Highlight. Ich muss sagen, unsere Schlafkajüten. Wie war die erste Nacht? Äußerst angenehm. Minus 15 Grad. Wie lange hast du geschlafen? Um 10 Uhr bis 4 Uhr morgens. So, 4 Uhr, der Wecker hat erst um 7 geklingelt. Ich bin ja so ein frühaktiver Mensch. Um 4 Uhr meinen Morgenlauf gestartet, habe einen halben gelaufen, Dusche im Bach genommen, Meditation und Yoga. Und zum Abschluss halt noch ein Lesen. Das war mein innerer Rhythmus. Also. Hi, I'm Renata Bliss and I'm your freestyle dance teacher. Ich habe da eben eine nicht schicke Ziege gesehen. Wer weiß, vielleicht gibt es heute Abend noch ein bisschen Ziegenbällchen. Nichts gegen euch, aber ihr liegt auf unserem Weg. Boah, den fetten Hoden. Ach du Scheiße. Guck dir mal den Schlepphoden an. Siehst du den hinten? Nee. Ach du Scheiße. Ach du Heilige. E-Challenge. Hier im schönen Badesee gesucht. 5 bis 8 Grad, meinte Mene gerade. Folgende heutige WG-Challenge. Wer verzieht weniger Miene, wenn wir uns da hinsetzen? Das ist ja mein Traum. Nein, das ist total angenehm. Faires oder entschieden? Faires? Gleichstand. Sehr lustig, aber es ist natürlich eine wirklich putzige Geschichte. So, das ist einfach so. Dieser Weg wird kein leichter sein.